Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil und den nächsten drei Kämpfen bei Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Ich bin von Lyra, Gameplays als Hobby. Huch, Entschuldigung. Das war das Mikrofon. Ja, und zusammen sind wir natürlich, wie gesagt, unterwegs, um Punkte zu sammeln. Die letzten paar Kämpfe, die gingen eigentlich relativ gut. Schauen wir mal, ob es so weitergeht. Ob wir heute noch irgendwie aufsteigen. Wir suchen einen Gegner. Niemand bietet sich an. So, dann machen wir den Computer halt mal nochmal schnell kaputt. Oder auch nicht. So, neue Herausforderung. Wen haben wir da? Wen dürfen wir begrüßen? Pikaswitch. Okay, ich war aus Spanien mit Xerox. 50 Siege. Oh, kann man gewinnen. Pikaswitch. Jetzt habe ich es verstanden. Manche kommen hier auf Namen. Das ist nicht mehr normal. Oder interessant, wie man es nimmt. Okay. Das hat er ja schön hingekriegt. Ich will hier weg. Der kommt wohl gut klar mit seinen Xerox. Ich komme nicht zu meinem Konter. So Mist. 1-0. Wahrscheinlich habe ich gerade eine zu lange Pause gehabt. Hatte ich keine Zeit zu kontern hier. Krass. Da lässt man einmal den Block los, um Konter machen zu können und dann sowas. Wahnsinn, der macht mich volle Kanne platt. Wahnsinn. Die Aufstiegsrunde muss wohl warten. Herzlichen Glückwunsch, Pikaswitch. War es echt gut mit den Xerox. Nicht schlecht. Sieht man selten. Minus 62 Punkte. Na super. Okay, jetzt her mit dem nächsten Kampf. Ich brauche wieder meine Punkte. Da haben wir schon den nächsten Kämpfer. Wer ist es? Die Easy aus Spanien. Bei Siegrangaufstieg. Oh. Gruppe E1. Oh, die wird dann auf D5 hochkommen. Es tut mir echt leid, falls ich dich besiegen werde. Falls, habe ich gesagt. Eigentlich wären ihre Attacken jetzt immer viermal so stark. Immerhin ist sie Eis. Ich Drache und Boden, also... Toll. Kann ich ihn nur damit Schaden machen, oder was?
Juhu, ich bin wenigstens rausgefallen. Nein! So, geht doch. 1-1. 1-0. Beide ein Limit voll. Mal gucken, ob irgendjemand den Limit einsetzen wird. Vielleicht ja auch ich selbst. Okay, sie direkt am Anfang. Trifft mich das oder trifft mich das nicht? Trifft mich nicht. Doch. Juhu! 2-0! Tut mir leid, Easy. Aufstiegsrunde wohl vermasselt. Oder du hast noch zwei Chancen, wie auch immer. Man hat ja immer drei Chancen, um den Aufstieg hinzukriegen. So, uns fehlen auch 12 Punkte, die wir eben gerade verloren haben. Mal schauen, ob wir die mit dem dritten letzten Kampf hier in dem Video auch noch hinkriegen. Und vielleicht noch mindestens 48 mehr. 38. Schauen wir mal nach. Wer kommt als nächstes? Wer will nochmal? Oder wer will auch mal? So rum. Immerhin, ihr seid dann auf YouTube. Spieler 2 traut sich. Beziehungsweise er muss. Da werden wir einmal über Luft attackieren. Also diese Com-Kämpfe, die finde ich mittlerweile so langweilig. Ha. Zumindest mit meinem Knackkrack zusammen. Ja, wobei, die stehen hier, glaube ich, immer nur auf normal. 559 Siege. Sagraf aus Amerika. Mit Darkrai. Na, da werden wir es jetzt, denke ich mal, etwas schwieriger haben als gegen Easy vorhin. Gewinnchance 48,11%. Ungefähr ist gleich gut wie bei mir. Vielleicht haben wir ja trotzdem die Chance. Upasse. Ja. Was soll das? Geht doch. Wunderbar. 1-0. Yeah. Der ist Gruppe C3. Das gibt gut Punkte. Das bringt mich ein ganzes Stück wieder vorwärts zum Aufstieg. Warum bin ich nur vorher rausgegangen? Was stellt der denn da für Mist an? Ich finde, das Kämpfen mit dem Darkrai sieht auch immer saugmäßig geil aus.
Diese ganzen lila Effekte, die finde ich echt cool. Und habe ich ihn? Jawoll, Baby! 2-0 gewonnen! Jawoll! Gegen jemanden, der schon so viele Siege hat, das finde ich geil. Immer wieder sowas, sowas finde ich cool. Ah, momentan bin ich echt in so einer fast Siegessträhne oder sowas. Keine Ahnung. Ich sammle gerade echt gut viele Siege ein. 5-Sterne-Bewertung. Wow. Plus 98, wieso nicht 100? Plus 98 Punkte. Glücksbonus, was kriegen wir? Oh, violette Kampfvisier. Sehr schön. Ja, wunderbar. Schon wieder 3 Siege? Oder hatten wir den ersten Kampf verloren? Ne, den ersten hatten wir, glaube ich, verloren. 2 Siege. Na gut, okay. Die Bilanz ist trotzdem gut. Ja, wenn es euch gefallen hat, ihr dürft mir gerne einen Daumen oben da lassen und ein Abo da lassen. Bitte keinen Daumen nach unten, nur weil ich euch eventuell besiegt habe. Falls hier jemand guckt, den ich hier aufgenommen habe. ja, das war Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch mit von Löher Gameplays als Hobby und Knackrack. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir vielleicht endlich mal irgendwann mal aufsteigen sollten. Wie oft, wie lang steht ihr jetzt schon im Aufstiegsrunde naht, aber irgendwie komme ich irgendwie nicht näher. Keine Ahnung, woran das liegt, auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei sein werdet. Und ja, auf Wiedersehen. Tschüss.